RS1 TV Sport wird präsentiert von Frank Berghoff Augenoptik, Ihr Sportbrillenspezialist für Water Running Bike. Frank Berghoff Augenoptik, Ihr Optiker auf der Alleestraße. Wir sind heute hier im Stadtpark, um genau zu sein, im Sportbad beim BSNW Cup. Ja, und neben mir steht jetzt der Veranstalter und Organisator Stefan Schürmann. Wie froh sind Sie, dass hier wieder in Remscheid der BSNW Cup veranstaltet werden kann? Ja, der BSNW Cup in Remscheid ist immer eine tolle Geschichte. Der findet mittlerweile zum 7. Mal statt. Wir sind froh und dankbar, dass die SG Remscheid hier als Ausrichter mit an Bord ist und die ganze Veranstaltung mit ganz, ganz vielen ehrenamtlichen Helfern unterstützt, sodass die überhaupt möglich wird. Annalena Kinscher, auch Sie schwimmt heute hier. Ja, Annalena, was bedeutet das hier für dich zu schwimmen? Es macht Spaß, weil man sich mit nichtbehinderten Schwimmern vergleichen kann, in dem gleichen Alter, wie das so ist, wenn die trainieren. Bist du heute schon geschwommen? Nee, ich schwimme gleich erst noch. Und was rechnest du dir hier heute aus? Ich versuche jetzt erstmal wieder reinzukommen, weil ich durch eine Verletzung eine lange Trainingspause hatte und jetzt erstmal seit 4 Wochen wieder trainiere. Dann wünschen wir dir viel Glück. Danke. Ich bin jetzt hier mit dem Hannes und der Vera. Beide nehmen hier heute teil am BSNW Cup. Ja, Hannes, dieses Jahr wieder dabei. Was nimmst du dir vor? In welcher Verfassung bist du? Ich bin momentan in keiner guten Verfassung, weil ich erst vor 2 Wochen angefangen habe zu trainieren. Und jetzt gucke ich mal, was geht, was nicht. Und ja. Vera, du schwimmst heute auch. Wie viel Spaß macht dir das hier? Also Spaß macht es unglaublich viel, weil es integrativ und es ist einfach, das haben wir sonst nicht so oft, integrative Wettkämpfe, und es ist immer eine sehr schöne Atmosphäre und es ist immer schön jedes Jahr aufs Neue. Insgesamt gab es 7 deutsche Rekorde und einen Weltrekord, was wieder beweist, dass Remscheid schnelles Wasser hat. Herausragendes Ergebnis im Sportbad am Stadtpark war der Weltrekord in 50 Meter Brust von Vera Tamm.